Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy hier bei Crash Bandicoot 1. Im letzten Part haben wir uns gleich den nächsten farbigen Edelstein holen können, nämlich den roten hier auf Slippery Climb. Und jetzt dann können wir uns gleich den nächsten holen, nämlich hier in Lights Out. Könnte man zumindest meinen, aber so ist es nicht, denn Lights Out ist ein weiteres Level, das wir jetzt dann auslassen müssen. Aber es ist zugleich übrigens auch das letzte Level, das wir jetzt auslassen müssen. Denn um dort alle Kisten zerstören zu können, müssen wir erst noch den wiederum anderen, den sechsten Edelstein finden, der uns dann noch fehlt, der noch in einem späteren Level kommt. Deswegen auch das müssen wir dann mit diesem farbigen Edelstein nachholen, was echt sehr interessant ist. Aber auf jeden Fall gibt es deswegen auch wieder am Anfang dann des Parts einen kurzen Schnitt und werde ich eben das kurz auch ohne euch spielen. Sondern hier an der Stelle ist es, dass wir dann dort auch einen anderen Edelstein brauchen. Und ich will jetzt sogar mal das Ende vom Level noch kurz mit euch gemeinsam spielen, weil es nämlich nicht mehr so arg lang geht. Wir können hier auch schon einige besondere Dinge in dem Level erkennen, weil es ziemlich dunkel ist und weil auch unser Aku-Aku besonders aussieht. Aber ich werde mal dazu nichts erklären und das dann später machen, wenn wir das Level auch zum eigentlich ersten Mal dann richtig spielen. Weil es nämlich auch so, dass dann nämlich da oben, dann bei dem, also bei dem geheimen Weg halt, dass da auf jeden Fall dann auch ein geheimer Ausgang dann zu finden sein wird. Und da sind dann eben die letzten drei Kisten, die uns jetzt dann da eben noch fehlen. Aber aktuell kann man eben das nicht abschließen, deswegen habe ich dann vor allem den Anfang dann eben hier rausgeschnitten. So, und dann gleich kommen wir auch zum ersten eigentlichen Level aus diesem Part, dass wir jetzt dann auch wirklich gleich schon komplett spielen können, wo wir auch schon alle Kisten mitnehmen können. Nämlich dann hier Chores of Darkness, wo es sogar auch wieder mal so einen besonderen Schlüssel gibt, mit dem wir dann wieder ein weiteres geheimes Level freispielen können. Und das können wir sogar auch schon sehen, das ist nämlich dann das hier über Lights Out, weil da oben können wir noch so einen weiteren Punkt sehen und da kommen wir auf jeden Fall dann hin und deswegen werden wir jetzt dann das auf jeden Fall gleich spielen und dann hoffentlich auch den Schlüssel da bekommen. Okay, los geht's. So, schalte einen neuen Weg frei, indem du woanders den blauen Edelstein erhältst. Genau, das ist okay, weil den blauen haben wir ja schon, schon längst, also längst nicht unbedingt, aber haben wir schon vor einiger Zeit bekommen, deswegen, das ist kein Problem für uns. Genau. Und das heißt also dann, dass es, glaube ich, dann eben hier wieder dann auch die Gesichter von Dr. Neocortex einzusammeln gibt, von denen ich dann eben auch drei bekommen muss, um dann wieder einen besonderen Bonus freizuspielen. Und dort dürften wir dann wieder den Schlüssel erhalten, der uns dann eben zu einem geheimen Level führt. Das dürfte dann, glaube ich, so sein. Sondern diese, oh Gott, diese Level Art mit diesem dunklen Tempel hier, das kennen wir ja auch schon, sehr nichts ganz Neues. Aber dennoch ist jetzt das dann eben die schwierige Variante davon, könnte man sagen, mit einigen weiteren Hindernissen, die hier im Weg sind und weiteren Plattformen, die immer häufiger einstürzen und mehr Feuer und mehr Gegnern im Allgemeinen und allem Möglichen. Also es wird nochmal um einiges schwieriger werden als dann die andere Variation davon. Aber werden wir schon noch hinkriegen, hoffe ich mal. Also vor allem hier an den Stellen aufpassen, dass ich weder zerquetscht werde noch von den Fledermäusen erwischt werde, oh Gott, erwischt werde. Und auch hier aufpassen. Okay, alles klar. Ich wäre ein Checkpoint wäre mal ganz schön. Haben wir, glaube ich, noch gar keinen gehabt, ne? Hätte ich gerne jetzt da mal hier irgendwo einen Checkpoint. Das wäre echt ganz freundlich. Okay, mal gleich weiterfahren. Auch nicht schlecht. Hui. Aber noch kein Checkpoint in sich. In Sicht, meine ich. Und ich muss hier aufpassen. Wenigstens stürzen die Plattformen unter mir nicht ein. Was schon mal ganz gut ist. Weil es könnte ja sogar ausfallen. Aber hier muss ich jetzt aufpassen. Auf das Feuer. So. Aber die stürzt ein. Oh Gott. Hilfe. Okay, Checkpoint. Erstmal aktivieren. Danke. Okay. Ah, und da ist einer drin, sehr gut. Dann mal kurz hier, ich will noch die Kiste da auch zerstören. Sehr gut, okay. Und das war jetzt eben der erste. Und zwei weitere von dem dürften dann hier noch kommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt dann hier... Ich wollte es, okay, weil ich wollte es gerade erwähnen. Ob es hier auch einen normalen Bonus dann gibt. Aber ja, gibt es tatsächlich. Es gibt hier auch wieder dann zwei Bonusräume, die wir dann hier machen müssen, um dann auch alle Kisten zu erhalten. Nee, okay, ich will nach links, nach links will ich gehen. Da geht's weiter. Okay. Also alles sehr kompliziert aufgebaut hier. Und das war jetzt echt nicht einfach, dann dort auf die richtigen Plattformen zu kommen, weil ich da wirklich genau aufpassen musste. Aber haben wir hinbekommen. So, und hier ist dann der geheime Weg mit dann dem blauen Edelstein. Aber haben wir ja, wie gesagt, schon längst, deswegen ist kein Problem. Und da habe ich super Aku-Aku habe ich bekommen. Ah, es geht noch weiter hier, okay. Oh Gott. Okay, muss ich einige exakte Sprünge machen. Okay, ich kriege hier einige Masken, also ich soll hier sogar auch mit super Aku-Aku dann entlang laufen. So, und sogar noch ein weiterer. Auch nicht schlecht. So, ja, man muss hier aber sehr genaue Sprünge machen, weil die Plattformen noch ziemlich klein sind. Also ist es so ganz einfach, das alles hinzukriegen. Und einige Kisten hier. So. Okay, ich wirbel auch ein paar Äpfel weg, aber ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Weil da könnte ja auch vielleicht irgendwo dann halt was Besonderes sein, was ich dann nicht wegwirbeln will. Aber war, glaube ich, hier nichts Besonderes. Dürfte alles passen. Und immer weiter. Und aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ist nämlich echt nicht so easy. Okay. Und da oben ist eine Kiste. Besten erstmal so und jetzt die obere schnell zerstören. Okay, Leben ist das. Oh Gott, Hilfe. Das war knapp. Aber noch lebe ich. Ich weiß nicht genau wie, aber ich lebe noch. Und noch ein weiteres Leben, obwohl ich eh schon wieder die 99... Und ich brauche die Kisten dafür gar nicht. Obwohl ich eh schon wieder 99 habe, aber dennoch nehme ich die gerne mit. Einfach nur so, weil ich es kann.
So, und dann weiter. Okay, jetzt sind wir anscheinend wieder dann beim Hauptpfad zurück. Okay, ich könnte jetzt zurückspringen. Mit den Spinnen da. Aber ich weiß nicht, ob ich dann wieder zurückkomme. Habe ich da jetzt irgendwas verpasst da unten? Ich glaube eigentlich nicht. Weil das dürfte schon so sein, dass, wenn ich... Ja, da habe ich nicht gesehen. Dass, wenn ich da den blauen Pfad nehme, dass ich dann nicht so arg viel verpasse. Das wäre ansonsten noch ein bisschen fies, finde ich. Deswegen, ich werde da jetzt schon nichts... Oh, ich hasse die Stellen so sehr. Ich werde da jetzt schon nichts verpasst haben, hoffe ich zumindest. Und ich sehe einen Checkpoint, den ich unbedingt haben will. Nein, oh, nein! Nein! Ich hasse die Stellen mit den blöden Wänden so sehr, die sind so nervig. Oh, jetzt muss ich das alles mit dem blauen Weg auch nochmal neu machen. Ernsthaft jetzt? Och Mann, ey. Aber ich meine, das hat auch was Gutes, weil wir jetzt dann... Okay, wieder ein bisschen konzentrieren erstmal. Irgendwie ist es bei mir häufig so, dass wenn ich einen einzigen Fehler mache, dass ich dann gleich 1000 weitere in Folge mache. Weil eigentlich spiele ich ja, wie gesagt, nicht so schlecht, finde ich, immer von Anfang an zumindest. Aber wenn einer ein Fehler kommt, dann mache ich meistens auch 1000 andere noch hinterher. Weil ich dann halt zu genervt bin oder sowas, oder ich dann gestorben bin gerade, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie ist es echt so eine Eigenart von mir. Leider eine Eigenart von mir. Dass wenn ich einen Fehler mache, dass dann häufig auch noch 1000 andere kommen. Und ich wünschte, ich könnte das irgendwie abstellen, aber kann ich irgendwie nicht. Aber kannst du mal kurz gucken, weil hier war dann der blaue Pfad, genau. Habe ich jetzt da irgendwas verpasst? Nein, weil hier ist schon direkt die Spinne und da vorne ist halt genau da, wo wir auch gerade rauskamen. Deswegen, wir haben nichts verpasst, also alles gut. Okay, gut, sehr schön. So, dann nochmal hier entlang gehen. Akku wieder, genau. Also gleich kann ich ja auch wieder einen Super-Akku holen, weil es da auch genügend Masken dafür gab. Ist da hier noch irgendwas oben drauf? Nee, ne? Aber doch. Ah doch, da waren noch Äpfel sogar. Da war sogar noch eine Kiste. Das ist ja fies. Okay. Ja, da muss man sehr stark aufpassen, dann immer bei diesen Levelarten, weil es eben auch einige Orte gibt, wo man halt jetzt nicht so wirklich hoch hinaussehen kann, weil die Kamera irgendwie relativ tief gelegen ist, habe ich den Eindruck. Und deswegen kann es halt dann häufig passieren, dass dann außerhalb des Bildschirms noch irgendwie Kisten zu finden sind. Das ist natürlich dann immer sehr fies. Also ich sollte dann immer gucken, dass ich von den Kisten noch irgendwie vielleicht wegspringe und möglichst weit nach oben auch gucke, weil eben dort dann häufiger mal Kisten anscheinend versteckt sind. Das ist echt nicht so einfach dann, weil gerade eben habe ich doch... Okay, das war jetzt auch interessant. Weil gerade eben habe ich doch diese Kiste, die ich jetzt gerade mitgenommen habe, da oben. Die habe ich doch sogar gerade eben verpasst, oder? Ich glaube sogar schon. Deswegen war es dann sogar im Endeffekt eigentlich doch sehr gut, dass ich gestorben bin. Weil ich ansonsten dann halt bis zum Levelende gekommen wäre. Und dann hätte ich aber gemerkt, dass mir dann eine Kiste irgendwie fehlt. Und ich will es mal so zerstören, dass mir eine Kiste dann fehlt. Und das wäre natürlich sehr ärgerlich gewesen. Deswegen kann ich jetzt sogar echt eigentlich froh sein, dass ich gerade... Ich hasse die Stelle. Ich bin nicht getroffen worden. Deswegen kann ich eigentlich echt froh sein, dass ich da gerade eben gestorben bin. Weil jetzt dann werden wir vielleicht hoffentlich schon mit allen Kisten zum Ziel kommen. Muss ich unbedingt sein. Weil ich könnte ja... Was mache ich eigentlich? Weil ich könnte ja immer noch irgendwo welche verpasst haben. Aber zumindest habe ich jetzt ein besseres Gefühl als gerade eben. Weil wie gesagt, gerade eben, wenn ich da zum Ziel gegangen wäre und ich gestorben wäre, dann hätten wir nicht alle Kisten bekommen gerade eben, anscheinend. Also wirklich sehr fies. Sondern wir haben noch einiges immer noch vor uns, weil ich ja auch jetzt dann... Ja, okay. In Sachen Bonus noch nicht so viel gefunden habe sogar bisher. War da jetzt noch oben drauf irgendwas zum Beispiel? Das kann es ja auch sein. Will ich mich sogar mal kurz umbringen vielleicht? Weil ich kann jetzt das von hier aus nicht mehr sehen. Okay, ich wollte eigentlich jetzt noch gar nicht unbedingt sterben. Ich wollte eigentlich hier auf die Pflöcke da drauf am Rand. Aber es ist schon okay, weil ich jetzt nochmal ganz gerne kurz genauer nachgucken will. Weil da halt noch echt irgendwas sein könnte da oben drauf. Und ich muss da jetzt echt ein bisschen genauer mal gucken. Weil hier anscheinend die echt fies versteckt sind, die Kisten. Ich will am besten dann gleich die Schlange hier durch den Sprung töten. Dass ich die nirgendwo reinwirble. So. Ist da jetzt oben drauf irgendwas? Nicht, ist jetzt nichts gewesen, aber ich meine, es hätte ja sein können. Ah, siehst du mal. Aber hier haben wir etwas und es ist gerade weggewirbelt worden durch die TNT-Kiste dann. Und ich habe das nicht bekommen, weil anscheinend die Schlange zuerst die TNT-Kiste getroffen hat oder sowas. Weil, das haben wir ja schon gesehen, wenn ich Gegner in Kisten reinwirble, dann kriege ich eigentlich... ich glaube, ich kann nicht entlanglaufen, oder? Ja, kann ich. Ist auch wieder sehr fies. Dann kriege ich, glaube ich... Oh Gott, aber die sinken ein! Dann kriege ich, glaube ich... Okay, ich fange am besten den Satz nochmal neu an. Wenn ich Gegner in Kisten reinwirble, dann kriege ich normalerweise... Was mache ich eigentlich? Ich muss mich echt konzentrieren. Dann kriege ich normalerweise schon den Inhalt von den Kisten, glaube ich zumindest. Aber es war anscheinend gerade so, dass ich den Gegner, also die Schlange halt, zuerst in die TNT-Kiste reingewirbelt habe und nicht in die anderen zuerst. Und dadurch ist halt die Explosion zuerst geschehen und deswegen habe ich dann halt das Item nicht erhalten. Ich bin mir nicht sicher, ob das ist, aber ich glaube, dass da die Reihenfolge schon da... Jetzt habe ich schon eingesammelt, genau. Ich glaube, dass da die Reihenfolge schon dafür entscheidend ist, wann ich da den Gegner dann in welche Kisten zuerst reinwirbel und sowas. Ich glaube schon.
Aber wirklich ein interessantes Level. Jetzt dann hier einfach rüberlaufen. Okay, nicht stehen bleiben. Ja. Also alles sehr fies. Und hier ist dann gleich der dritte, hoffe ich mal. Sehr gut, okay. Also alle gefunden von dem schon mal. Wunderbar. Aber von ihr fehlen dann noch zwei Stück. Hm. Okay, ob ich die noch finden werde? Ich hoffe es mal. Aber erstmal Checkpoint und Bonusraum. Der schwierigere, schätze ich mal. Mit 24 Pisten. Okay. Das war ein Fehler, verdammt. Oh Gott. Okay, ich lebe noch. Aber es war jetzt auch nicht so ganz gedacht, wie ich das gerade gemacht habe. Was soll es? Hat er geklappt? Okay. So irgendwie? Ja, so in der Art. Aber nicht. Okay, das ist nicht so einfach. So in der Art, aber nicht ganz, so wie ich jetzt. Aber so ungefähr. Also ich muss halt immer gucken, dass ich eben die TNT-Kisten zur Explosion bringe, dass sie dann die Schalter auslösen. Weil ich kann die ja selber nicht auslösen, weil ich da ja unten irgendwo Boden habe. Und hier, also hier will ich auf jeden Fall dann eben gleich hier die Sprünge ausnutzen, um dann zu warten, bis dann die Blöcke erscheinen. Genau. Und das will ich dann gleich halt hier eigentlich nochmal machen. Aber da unten sind ja auch bald TNT-Kisten. Und dann hier so rüber. Okay, ja, ich hab vergessen, dass da braune Kisten kommen. Ich dachte, da würden auch dann halt solche grauen kommen, wo ich einfach stehen kann. Aber da kommen braune Kisten, von denen ich dann auch noch wegspringen muss. Okay. Also ja, der hat es in sich, der Bonusraum hier. Der hat es wirklich in sich. Der ist nicht so einfach. Aber kriegen wir schon hin. Die Stelle geht eigentlich noch, finde ich. Das ist okay. So. Weil da hat man genügend Zeit. Aber hier ist dann gleich immer einiges schwieriger. So. Okay. Jetzt. Und zurück. Nein! Ja, das ist nicht so einfach. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es schaffen kann, dass ich dann wieder noch ein bisschen weiter nach links zurückkomme, dass ich dann sogar wieder auf der grauen Kiste landen kann. Das wäre sogar eigentlich noch besser. Weil direkt auf der braunen Kiste, die da erscheint zu landen, ist halt sehr schwer, weil ich halt da genau richtiges Timing haben muss. Und weil ich ja dann auch noch gucken muss, dass ich dann danach noch überlebe. Deswegen, ich soll vielleicht echt eher gucken, dass ich zu der grauen Kiste irgendwie rüberkomme. Also hier so, es geht nämlich schon, okay. Und jetzt dann gleich einfach noch rüber und jetzt dann gleich haben wir es. Aber echt nicht so einfach. Und geschafft. Yay, okay. Und den Schlüssel haben wir jetzt hier nicht gesehen, leider, weil ich wieder direkt drin stand. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt gerade wieder einen weiteren Schlüssel da auch eingesammelt. Den zweiten und auch letzten. Also es gibt hier im ersten Teil nur zwei von diesen Schlüsseln da und mehr gibt's nicht. Und wir haben da jetzt alle. Vielleicht wieder rüber? Okay, ich kann wieder rüberlaufen, aber schnell wieder. Okay, und jetzt dann hier einfach weiter, oder wie? Ja. Aber irgendwie habe ich jetzt trotzdem... Okay, hier ist dann das zweite von ihr. Da vorne ist aber schon der Bonusraum übrigens, sehe ich. Habe ich da eins von ihr verpasst, oder wie? Ich hoffe nicht. Da kommt doch noch... Ne, da ist noch eine Kiste. Also ist noch alles gut anscheinend, oder? Ja, aber hier schon das Ziel. Also hier 89 haben wir und 112 sind es insgesamt. Also 23 Kisten sollten jetzt hier im Bonusraum zu finden sein. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Okay, es sind 23, gut. Puh. Habe ich jetzt schon ein bisschen Angst gehabt, aber passt dann alles. Sehr schön. So. Und das sieht doch wieder um einiges freundlicher aus, dieser Bonusraum hier. Als gerade eben, aber TNT ist natürlich auch fies. Ja, das war jetzt auch dumm, weil lass mich kurz erklären, warum ich da jetzt gewirbelt habe. Eigentlich dachte ich, dass da von oben vielleicht noch eine weitere Kiste runterfallen würde. Vielleicht ein Leben oder sowas, dass man halt eben schnell sein müsste, wenn man sich dann das Leben auch noch holen will. Deswegen habe ich dann da oben noch gewirbelt, aber das war dann eher schlecht, weil ich dann nämlich in das TNT reingewirbelt habe. Naja, was soll's. Also nur eine Kiste ist da oben, mehr nicht. Okay, dann einfach kurz weg hier. So, alles klar. Und dann gleich... Na, aufpassen, gleich weiter. So. Ja, noch eine. Noch eine. Und noch ein Leben muss ich doch, dass man irgendwann das kommen würde. Dass man da schnell sein muss. Wenn man sich noch das Leben holen will. Okay, also irgendwie habe ich in diesem Part echt Probleme mit den Bonusräumen auch. Weil ich meine, der ist jetzt nicht so mega schwer. Aber ich stelle mich irgendwie trotzdem jetzt nicht so ganz ideal hier an. Muss ich leider zugeben. Aber jetzt dann gleich würde ich schon noch ganz gerne hinkriegen. Und ich möchte schon das Leben eigentlich da auch ganz gerne haben. Weil das halt auch eine ganz coole Idee ist, dass man da eben schnell sein muss. Wenn man sich das Leben auch wirklich holen will. Jetzt nochmal. Jetzt weiß ich auch, was ich tun muss. So, wirbeln, wirbeln, wirbeln. Okay, und weg hier. So, und hier ist doch bestimmt auch wieder ein Leben, oder? Denke ich mal. Haben wir noch eine TNT-Kiste? Oh Gott. Wäre da ein Leben gewesen irgendwo? Ah, ganz oben ist. Okay, ja, okay, stimmt. Ich muss ja gar nicht unbedingt alle die schnell zerstören, weil ich kann auch einfach warten, bis dann das Leben runterfällt. Das stimmt. Okay, das ist sogar dann noch einfacher. Alles klar. Yay. Alle Kisten und auch wieder 99 Leben. Das freut mich doch. Und hier der Edelstein. So, und jetzt, wir sind noch nicht am Ziel und es kommt wieder eine von den Stellen, die ich total hasse. Wo ich jetzt dann noch irgendwie gleich durch muss. Mal kurz warten. Ja.
Hey, wann komme ich da überhaupt durch? Jetzt? Ja, gerade so. Also war sehr eng bemessen, finde ich. Das war auch sehr knapp übrigens. Geh auf, geh auf. Okay. Puh. Das war schon nicht so einfach. Ob ich das wirklich perfekt nennen würde? Ich weiß nicht. Aha. So. Alles klar. Ich weiß gar nicht genau, kann ich jetzt eigentlich dann das obere Level da schon... Ja, okay, ich kann es natürlich schon spielen, das andere Level da richtig. Hier ist dann Castle Machinery erstmal, ja. Aber ich will es mal kurz zeigen, wir haben jetzt dann eben hier dieses Level freigespielt, Fumbling in the Dark, was dann die schwierige Version von Lights Out ist. Und das ist ganz interessant, weil das könnten wir jetzt eigentlich schon spielen und uns auch den Edelstein holen. Aber das werde ich jetzt mal trotzdem nicht machen, weil ich halt zuerst auch Lights Out spielen will, weil das wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn wir halt jetzt dann hier erst die schwierige Version davon quasi zum ersten Mal gemeinsam im Let's Play sehen würden und dann halt Lights Out erst später. Deswegen werde ich dann mal hier das erstmal auslassen, das obere, und dann eben hier ganz normal auf dem Pfad weitermachen. Mit dem Castle Machinery und dann eben dem zweiten Level, das wir jetzt hauptsächlich in diesem Pattern spielen werden. Und dann im nächsten Level danach, da dürfte es dann, glaube ich, den letzten farbigen Edelstein geben, mit dem wir dann wiederum halt in Lights Out auch den farbigen Edelstein nachholen können, um dann halt auch dort den zu bekommen, dass wir dann auch alle haben. Aber jetzt dann erstmal Castle Machinery. So, schalte einen neuen Weg frei, indem du woanders den grünen Edelstein erhältst, aber den haben wir auch schon längst. Ah, okay, das ist das Level. Hier kann man nämlich auch mit dem grünen Edelstein dann sehr, 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 sehr viele Leben bekommen. Yeah, die mir alle gar nichts mehr bringen, weil ich eh schon 99 habe. Und dann kann man auch das komplette Level dann damit skippen. Yay, und das war's. Geschafft. Aber wir werden es natürlich dann gleich nochmal spielen, weil ich natürlich auch schon irgendwie alle Kisten haben will, da wir jetzt keine mitgenommen haben. Sorry, Coco. Autsch. Okay. Aber eine ganz witzige Idee. Aber trotzdem, das wisst ihr ja auch schon, ist es so, dass die Leben ja nach einmaligen Einsammeln verschwinden, deswegen man kann hier keine Leben farmen. Ne, hier ist dann der Boss erstmal noch übrigens. Okay, alles klar. Einmal, wir gehen erst am besten nochmal kurz rein, ja. Obwohl es, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist so, dass es irgendeinen Trick gibt, wie man hier schon unendlich viele Leben farmen kann. Ich glaube, es hat irgendwas auch mit dem Speichern zu tun. Und zwar irgendwie, dass wenn ich, also ich meine, die Leben, ich will noch kurz nachgucken, die Leben sind ja immer noch weg jetzt hier oben. Oder sind halt jetzt eben weg, weil ich sie eingesammelt habe, genau. Aber ist nicht so, dass wenn ich irgendwie vor dem Level speichere, die Leben einsammle und dann den Spielstand wieder lade, dass dann meine Leben zwar gespeichert bleiben, die ich halt erhalten habe, aber ich kann, weil ich den Spielstand geladen habe, die trotzdem wieder einsammeln, ist es nicht so? Oder irgendwie so? Ich glaube, dass hier irgendeinen Trick gibt, wie man die immer wieder einsammeln kann, meine ich zumindest. Aber ist mir egal, weil ich habe eh mehr als genug Leben, also mir ist das ziemlich wurscht. So, und man muss dann eben hier nach unten. Und hier beginnt dann das eigentliche Level. Ui, okay. Alles klar, und genau, ich kann jetzt dann auch die Uhr einsammeln, weil wir haben das Level schon abgeschlossen. Aber lassen wir dann, weil ich dann natürlich das Level auch normal spielen will und erstmal alle Kisten aussammeln will. Was jetzt vielleicht auch nicht so einfach wird, weil das ist ja auch wieder jetzt eine schwierige Variante. Also genauer gesagt dürften wir jetzt eigentlich fast nur noch schwierige Varianten von anderen Leveln sehen. Da wir schon so ziemlich alle Levelarten, glaube ich, halt gesehen haben dürften. Und dementsprechend sind natürlich dann die schwierigen Varianten auch, naja, schwieriger halt. Deswegen habe ich dann hier vielleicht ein paar mehr Probleme. Aber mal gucken. Oh Gott, das ist auch sehr fies. Da muss ich schnell reagieren. Und immer rechtzeitig weg hier, um dann nicht da in diese heißen Rohre reingefahren zu werden. Und Akku, das begrüße ich auf jeden Fall, dass ich den habe, weil den werde ich hier bestimmt ein bisschen brauchen. Obwohl es hier vielleicht gar keinen Bonusraum gibt, weil es gab ja nur gerade eben, haben wir ja sehen können, glaube ich, wie viele Kisten waren? 27 oder sowas? Also nicht arg viele. Deswegen ich dann eigentlich eben vermuten würde, dass hier gar keinen Bonusraum gibt, weil bei Leveln mit Bonusräumen gab es eigentlich immer schon mehr Kisten, weil es eben alleine in Bonusräumen auch schon häufig irgendwie 20 Kisten oder sowas gab. Und deswegen wäre es ein bisschen komisch, wenn es abgesehen davon dann nur halt 7 weitere oder sowas gäbe. Deswegen, ich denke mal, dass wir dann hier gar keinen Bonusraum haben werden in dem Level. Aber kriegen wir schon trotzdem hin, hoffe ich mal. Okay, aufpassen. Jetzt nach vorne laufen. Zur Kamera hin. Genau. Und weiter geht die Fahrt. Ui. Ist mal eine ziemlich coole Idee eigentlich. Was? Warum ist sie jetzt da nicht? Und warum, Coco, warum bist du da runtergefallen? Verstehe ich nicht. Was soll's. Aber ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, wollte ich gerade sagen, dass man am Anfang des Levels halt da diesen weiten Weg nach unten gefallen ist und dass man dann sich eben jetzt den Weg wieder auch mit diesen nach oben fahrenden Plattformen wieder zurück nach oben kämpfen muss. Und das ist eine ziemlich coole Idee, wie ich finde. Deswegen, und das gefällt mir grundsätzlich schon mal sehr. Kann ich da nicht nach oben laufen? Muss ich da springen? Ich kann noch laufen, oder?
Okay, ich muss halt aufpassen, ne? Weil die Plattform wieder sehr, sehr schnell schon nach unten fährt. Ich dachte, die würde etwas länger da oben bleiben. Aber sie haut sofort wieder ab und das war gerade mein Fehler. Aber was soll's, egal. Sonst hier wieder schön auf die heißen Dämpfe auch aufpassen, die mir ja auch Schaden machen können. Und runterfallende Plattform, heiße Dämpfe, andere Gegner, also wieder mal alle möglichen an Gefahren und Hindernissen hier in dem Level haben sie ausgepackt. War da jetzt irgendwas eigentlich? Nee, oder? Wenn ich da nach unten falle, kommen die wieder, die kommen wieder. Ich will mal ganz kurz gucken. Nee, aber ich glaube, da ist nichts. Hoffe ich jetzt mal. Ich gehe mal einfach hier weiter. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, weil es wirkte schon so, als hätte man da auch entlang laufen können, irgendwie da oben. Hm. Komm ich da jetzt noch hin? Ja, okay, ich kann es mir hier ein bisschen genauer angucken. Also irgendwie sieht es so aus, als könnte man da links auch entlang laufen. Vielleicht ist da auch doch direkt eine Todeszone und ich sterbe dann da sofort. Das kann schon auch sein. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich dann da wieder zurück nach oben kommen würde, wenn ich da gerade eben runterfallen würde. Ja, ich denke jetzt mal, dass es schon passend wird. Ich hoffe zumindest auch. Aber das Level ist jetzt halt, glaube ich, eh nicht so, so mega lang, würde ich mal schätzen. Und wenn ich jetzt dann Kisten verpasse, müssen wir halt nochmal neu spielen. Aber so lang ist das Level, glaube ich... Oh, wie fies ist das denn? Glaube ich nicht, deswegen ist es passt schon. Hier ist direkt das Trampolin hier zum Trollen, weil bei den anderen musste nicht, aber man sollte, man konnte da immer entlang springen, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Und hier ist dann direkt darüber so ein Feuerrohr. Ich meine, man hat es auch sehen können, das stimmt. Aber ich habe da irgendwie nicht schnell genug reagieren können. Und das war jetzt dann etwas blöd. Aber dafür habe ich ja auch meinen Akku gehabt. Also Betonung auf gehabt, ne, jetzt habe ich ihn nicht mehr. aber habe ich den ja gerade eben dann dafür hergeben können. Und Checkpoint, sehr gut. Okay. So. Aber so arg lang dürfte das Level, glaube ich, schon gar nicht mehr gehen, weil wir haben jetzt dann doch schon hier einige Kisten mittlerweile zerstört. Also 27 dürften es noch nicht sein, glaube ich, aber so weit weg davon sind wir, glaube ich, nicht mehr. Aber hier sind noch einige sogar, wie wir sehen können. Ja. Gar nicht mal so einfach übrigens. Am besten erst die oberen hier und dann jetzt die leben noch ein paar. So. Sehr schön. Yay! Und eine Wumpefrucht habe ich verpasst, komme ich da noch hin? Nein. Okay, vielleicht geht's sogar doch noch. Wir können ja auch sehen, dass ich so ein bisschen vom Plattform irgendwie runterlaufen kann. Und dass ich dann trotzdem noch so quasi in der Luft schon irgendwie abspringen kann. So ein bisschen zumindest. Deswegen, wenn ich da genau im richtigen Moment dann abspringe, wenn ich halt so ein bisschen nach unten falle. Und wenn ich dann genau richtig springe, noch in der Luft quasi, dann geht es vielleicht sogar schon noch, aber es ist eine fucking Wumperfrucht und ich habe eh volle Leben. Deswegen, das könnte mir... egal oder nicht sein. Und ich habe doch gewirbelt eigentlich. Ja, habe ich nicht. Ich muss zugeben, ich habe gerade irgendwie den falschen Knopf erwischt. Ich weiß auch nicht wieso. Ich war gerade irgendwie blöd. deswegen, ich bin leider gesprungen, obwohl ich eigentlich wirbeln wollte. Ach man, was soll's. So, gleich wieder dann das hier machen. Ja, ist ein bisschen eine andere Reihenfolge als gerade eben, glaube ich, aber ist ja trotzdem okay. So. Yay. Toll, ich habe alle Wumperfrüchte bekommen, wie ihr sehen konntet. Aber dafür habe ich es nicht auf die Platten hochgeschafft. Aber es ist nicht so schlimm, weil ich meine, ich kriege immer so viele Wumperfrüchte, dass es ungefähr einem Leben entsprechen... Ja, ich glaube nicht ganz, aber so knapp einem Leben entsprechen dürfte. Und deswegen, wenn ich dann immer sterbe, dann macht das gar nicht mal viel, weil ich dann das Leben sowieso gleich wieder neu oder zurückbekomme halt. So. Aber ich glaube, man kann es schon schaffen, alle mitzunehmen, weil ich kann ja dann gleich hier, wenn ich hier wegspringe von der Kiste, dann einfach so, genau, einfach so den mitnehmen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie ich das gerade überhaupt geschafft habe, den zu verpassen. Ja, okay, stimmt, das war so, dass ich ja gerade eben die ganze rechte Kiste, die habe ich mir ja ganz am Schluss mitgenommen erst, richtig? Und jetzt habe ich die als vorletzte gemacht, glaube ich. Und das war dann besser, wenn ich halt alle mitnehme. Ich meine, das ist eh nur eine, wie gesagt, ne? Aber trotzdem, wenn man halt alle mitnehmen will, dann soll man es am besten in der Reihenfolge machen, wie auch ich gerade eben. Okay, wieder was gelernt. So, und immer weiter nach oben geht's. Und jetzt sind wir ja doch schon recht weit nach oben gefahren. Deswegen, ich glaube, jetzt kommt echt nicht mehr so arg viel. Aber das ist auch noch ein ziemlich fieser Abschnitt hier. Da muss ich sehr gut aufpassen. Ja, aber alles gut. Und oh nee, wieder so, oh nee, wieder sowas. Oh Gott. Okay, alles gut. Nein! Ich, warum hat die denn da jetzt angehalten? Ich dachte, die wird noch weiterfahren. Ach Mann, ey. Irgendwie stelle ich mich auch in diesem Part wieder nicht so ganz gut an. Ich meine, wir können froh sein, dass in den beiden Leveln aus diesem Part wir keine farbigen Edelsteine uns holen müssen. Weil das wäre eine ziemliche Katastrophe gewesen. Weil ich da jetzt schon echt tausendmal immer gestorben bin. Und bei farbigen Edelsteinen habe ich ja keine Checkpoints, weil ich das ja am Stück schaffen muss. Und deswegen, da können wir echt froh sein, dass wir dann hier normale Edelsteine haben und keine farbigen, weil das wäre ansonsten sehr nervig gewesen. Ich meine, ich muss auch zugeben, dass ich mich jetzt hier nicht so ultra mega heftig konzentriere, wie halt, wenn ich jetzt ein Level mit einem farbigen Edelstein spiele. Weil dann versuche ich schon immer, mich wirklich stark zu konzentrieren und sehr vorsichtig zu spielen, dass ich dann eben keine Fehler mache. Und ich meine hier, ich versuche natürlich trotzdem auch jetzt hier gut zu spielen. Ich versuche nicht absichtlich schlecht zu spielen oder so, ne? Auf keinen Fall. Aber trotzdem ist halt jetzt meine Konzentration nicht ganz so hoch wie jetzt bei einem Level mit einem farbigen Edelstein.
Und das ist dann vielleicht die Erklärung dafür, warum ich jetzt hier viel häufiger sterbe und warum ich aber die Level mit den farbigen Edelsteinen bisher immer beim ersten Versuch geschafft habe. Okay, sehr gut. Und was haben wir? Gut. Hat einige Versuche gedauert, aber wir haben es geschafft. Also alles gut. Haha. Yay. Und wir haben schon 84% des Spiels abgeschlossen. Also viel fehlt nicht mehr. So. Aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier für diesen Part von Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy? Morgen bei den Challenges kommen dann die beiden Level, die wir hauptsächlich in diesem Part gespielt haben, nämlich dann eben Chance of Darkness und dann auch noch Castle Machinery. Und dann im Let's Play wird es wieder weitergehen mit dann Dr. Nitros Brio oder sowas, ist ja auch der Typ, von dem wir auch schon häufiger seine Faces eingesammelt haben, um dann eben auch diese schwierigen Bonusräume dann zu erhalten, ne? Und der wird dann eben hier auch kommen. Und dann in dem Level direkt nach dem Boss, also da darüber, dieser andere rote Punkt da, da dürfte dann ziemlich sicher das Level auf uns warten mit dann eben noch dem letzten Edel oder halt dem eigentlich vorletzten Edelstein, der uns ja halt noch fehlt. Und damit kann man dann eben einiges nachholen. Also einerseits auch noch ein paar andere normale Level, aber eben zugleich dann auch halt diesen farbigen Edelstein, diesen dann für uns letzten oder halt vorletzten, je nachdem welche Reihenfolge man die betrachtet, keine Ahnung, mit dem wir uns dann noch mehr nachholen können. Deswegen die nächsten Male kommt dann noch einiges an Nachholgedöns, bis wir dann auch wirklich die 100% oder halt die sogar ein bisschen mehr als 100% letztendlich dann hier in Crash Bandicoot 1 haben werden. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.